Nico? Hm? Nico Fischer? Ja? Krass! Julika! Julika Hoffmann! Ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Sicher? Ja! Ich war damals nur ungefähr dreimal so dick. Du und die anderen, ihr habt mich immer Julika Schulika genannt. Julika? Ja! Jetzt. Krass! Das ist echt 11, 12 Jahre. 13 Jahre. Wahnsinn, Mensch, du siehst wirklich ganz anders aus, das muss man sagen, ja? Ja, zum Glück. Mhm. Ja, du, setz dich doch. Ah, nee, ich wollte überhaupt nicht stören. Nein, stör sie. Komm, setz dich. Kein Problem. Mhm. Danke. Das Matze? Hallo. Wahnsinn. Hallo. Oh. Wahnsinn. Erzähl, was machst du? Studierst du? Ich mach. Du, erzähl du, wie geht's denn dir? Ich weiß gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Ich bin ja in der 9. Klasse auf so ein Internat gewechselt. Genau, naja, erinnere ich mich. Ja, das war ja so ein Internat für übergewichtige Kinder. Ja. Aber auf jeden Fall war das sehr hilfreich. Ja, das klingt doch sehr, sehr gut, oder? Ja. Oh Mann, ich war so verliebt in dich. Trotz der ganzen Demütigungen. Ist ein schwieriges Alter, ne? Also, total. 13, 14. Man weint nächtelang, man verletzt sich selbst. Einmal habe ich sogar versucht, mich umzubringen. Ja, das war ja auch der Grund, warum meine Eltern mich auf das Internat geschickt haben. Egal, schwamm drüber. Ja, wenn du noch mal Zeit hast, würde ich dich auch gerne noch mal konsultieren. Jederzeit gerne. Wie heißt dein Professor gleich noch mal? Meinst du Kollert oder? Dr. Kollert. Hm. Sehr nett, kompetent, guter Prof, ja. Hm. Wegen der Sache mit der Bank. Ja. Was war da? Ja, der Automat hat die Karte eingezogen. Ganz seltsam. Merkwürdig. Ja. Na dann, zum Wohl. Eigentlich müssen Sie ja noch fahren. Entschuldigung? Schneider, holen Sie doch bitte schon mal den Wagen. Wir müssen gleich los. Hat mich sehr gefreut. Mhm. Danke, gleichfalls. Ja, Mensch, was machen wir denn mit der Bank? Nico, warum lügst du mich an? Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Auf einem Kongress in Zürich. Er hat mir erzählt, dass er vor 2 Jahren das Studium geschmissen hat. Warum, konnte er mir leider nicht sagen. Meine Frage an dich, lieber Nico, ist, was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben, während ich dir Monat für Monat Geld für dein Studium überwiesen habe? Hä? Ich habe nachgedacht. Nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich. Über dich. Über alles. Ich überweise dir 1.000 Euro im Monat, damit du über mich nachdenkst. Ja. Jetzt pass mal auf. Als deine Mutter dich rausgedrückt hat, da war ich 24, verstehst du? Da hatte ich keine Zeit zum Nachdenken. Da musste ich Geld verdienen. Da habe ich tagsüber Klausuren geschrieben und nachts habe ich Geld verdient, weil Nico Trompetenunterricht wollte. Ne? Und nach einem Jahr abgebrochen hat. Weil Nico Capoeira-Unterricht wollte und nach einem Jahr abgebrochen hat. Weil Nico Fecht-, Gitarre-, Klavierunterricht wollte und alles, aber auch alles abgebrochen hat. Warum überrascht es mich überhaupt, dass du dein Studium abgebrochen hast? Du bist wie deine Mutter. Willst du noch was sagen? Hier. Dein Konto existiert nicht mehr. Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such dir einen Job, so wie es alle machen. Das Einzige, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist nichts mehr für dich zu tun. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Kaffee zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann 2 Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Gut,
dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 Euro bitte. 3,40 Euro für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt wie? Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Hm? Idiot, Sie oder ich? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen, Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie du mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust du drauf. Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen. Frigida oder was? Ja, bist du 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Hm. Wir haben so ein Tagesangebot. Da gibt's dann für 2 Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Hm. Na, aber Sojamilch. Bitte nicht.